So, das und das. Na da. Gummi, gib Gummi, gib Gummi. Furz, vielleicht hilft das. Nein, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche? Die schlechte Nachricht hängt davon ab, ob ich noch einen anderen Weg finde, aber ich habe einen Holocron. Das ist die gute Nachricht und die schlechte Nachricht ist, du darfst dich auch hier 10 Jahre lang hinstellen, wo wenn du dieses Holocron hast. Wo ist das Holocron? Dünmeer. Dünmeer, wenn du die Karte öffnest, die große vom Dünmeer, ist ganz links so ein komischer Kastentank eingezeichnet, so ein rechteckiges Dingsbums. Ganz links. Ich habe die große Map, da sehe ich kein Rechteck. Warte, Stream öffnen. Ja, die Map vom Dünmeer natürlich. Ja, die kann ich nicht aufmachen, weil ich hier im Jundland bin. Also. Die kann ich nicht öffnen irgendwie. Aber selbst bei auf der großen Map sieht man, wenn du vom D, vom Dünmeer, das D davon, ziemlich geradeaus nach oben gehst, siehst du so einen helleren Punkt. Dass da ist vergrößert dann auf der Dünenmeer-Karte. Das hier. Vom das Dünenmeer. Das D. Das. Ach, dort dann. Genau. Dort soll eins sein. Es sieht vom Feuer an so aus. Ja, da ist eins, genau. Kann man okay, jetzt besser erkennen. Da kommt man nur mit dem Ballon drauf. Ich bin jetzt da. Fährt da mal hin. Na, wenn das Spiel arschig ist, dann dreht er kurz vorher ab. Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich schau mal, ob man auch anders da hochkommt. Okay. Ich soll hier von Sandkröten Scharfschützengewehre sammeln? Das sind doch nur Imperial-Idioten. Weißt du, wo die Schlucht dort ist? Dort stehen die auf der Schlucht drauf. Habe ich auch schon ein bisschen suchen müssen. Ach, da unten? Oh, immer in die falsche Richtung gerannt. Komm her, komm her, komm her. Boah. Ist das langsam? Hat sie aber nicht. Oh. Oh. Ich korrigiere, es sind 2. Oder der hat dann. Oh. Manchmal. Ich guck da mal. Was geht mit dem denn ab? Ich werde dann mal lunzen. Besiege die Sandleute, 2 von 10. Okay.
So, Bonus-Quest haben wir erledigt. Muss man nur die Scharfschützen-Dinger einsammeln. Vier von fünf. Fünf von fünf. Kehre zurück zu dem Knallkopf und gebe die Quest ab. Scheiße. Was, bist du vorbeigesprungen? Beim zweiten, ja. Du musst den ganzen Quark nochmal machen. Boah. Du hast dich ja jetzt nicht aufgeregt, dass das so lange dauert. Boah, könnte man im Grunde dann eigentlich gleich mal zusammen machen. Ich die Quest hier abgegeben habe. Weil dass ich dann später irgendwann nochmal mit dem Nichts-Teams den Scheiß mache und mich da auf keinen stelle, wenn ich Schularbeit mache. Na, ich glaube, ich habe mindestens 15 Minuten habe ich doch schon dafür gebraucht. Ja, oder wir machen das, bevor wir den Planeten verlassen. Muss es dir halt nur merken. Gemerkt ist nicht das Problem, überhaupt. Aber bevor wir den Planeten verlassen, ich hänge so weit hinterher. Das dauert ein bisschen, bis ich den Planeten verlasse. Sicher, ich bin ja dabei, ich denke auch noch alles ganz in Ruhe. Da draußen sind noch jede Menge Sandleute. Es ist vermutlich noch nicht vorbei. Also wenn ich jetzt erst die eine normale Quest gefunden hätte, wäre ich unterwegs bestimmt noch auf eine Quest finden. Erstmal. Wenn du dann halt rumschreist, ich würde den Planeten verlassen, dann mal schauen. Okay, ich verlasse den Planeten. Ich muss noch das Stück aufdecken, das Stück, das Stück. Oder hätte ich auch sagen können, ich lass dich erstmal suchen. Dahin, wie komme ich da hin? Komm, also ist ja scheiße. Dann würde ich dir aber ab sofort auch keine Holocrons mehr verraten. Ah, das brauche ich leider. Gibt's da unten irgendwas? Gibt's halt keins. Ich könnte nur dahin und dann den gelben Strich füllen. Ach nee, das war diese Kackheldenmission, die will ich ja nicht machen. So lang muss ich dem gelben Strich folgen, dann komme ich noch so. Kann ich den mal ein bisschen mit Instagram rumschnüffeln? Aber da ist nichts los. Was war jetzt hier? Aha. Das interessiert mich null.
Das Problem. Ach doch, hier gibt's eine Brücke, cool. Aufgedeckt, ein kleines Stück. Da ist eine fette Laserkanone, die gehen wir uns mal anrunzen. Und wir machen Kehrt. Ich will gerne jetzt kämpfen. Wie spät haben wir es denn? 18.43 Uhr. Ich überlege, ob ich heute nach 4 Stunden Pause mache und nochmal auf Minecraft-Server gehe. Zuflucht aufgedeckt. Da gibt es wieder noch Feinde. Hab ich was gehört? Boah, wollt ihr mich jetzt echt? Ja, ihr wollt mich verarschen. Ich habe alles erledigt. Hier oben sehe ich jetzt keins. Ihr werdet euch wundern. Holocron. Ich bin hier gerade in unaufgedeckten Gebieten unterwegs. In der Hoffnung, ich finde vielleicht noch das eine oder andere, weil wenn du zwei hast, dann hätte ich viere, wenn ich mir die hole. Da müssten noch jetzt zwei sein, oder drei, oder vier, oder fünf, oder sechser. Aber ich denke mal, es werden oben wieder fünf sein. Das Maximum, was es in einem, auf einem Planeten gibt, sind glaube ich sechs. Irgendwie habe ich sowas gelesen. Wenn man das Spiel startet, gibt es ja immer solche Tipps. Da stand das doch mal. Ach du Scheiße, gibt es hier kleine Schnippels zum Aufdecken. Das dauert ja noch ewig. Immer noch 8 Quests plus 3 Hauptquests. Oh yeah. 3 Haupt- und 1 Helm plus 2 Quests. Mir wird irgendwie keiner mehr angezeigt. Wo muss ich denn jetzt so lang? Den dicken Strich folgen. Das ist scheiße, wenn du die Erkundungsquests nicht hast, weil die geben ja auch immer extrem viel XP. Nicht das Aufdecken, sondern auch noch die normalen Teile. Das Aufdecken gibt nicht viel. Ja, aber die Quest gibt gut, das meine ich. Naja, ich hab halt keine. Dafür finde ich auch noch Lootkisten. Spielenplaneten habe ich auch schon mehr als sonst wo gefunden. Ich habe hier sogar noch mehrere Dinger zum Aufmachen. Ah, okay. Da ist noch einer. Leuchtender roter Kristall. Prototyp Dalorian-Reste. Okay, ich habe hier einen Helm. Schwere Rüstung, Stufe 50. Die ist eher was für einen Blaster-Typ, sie. ETF. Warum sind die Mandalorianer so easy? Ja, gute Frage. Auf anderen Planeten haben die mich immer fertig gemacht, gefühlt. Mhm.
Weste und besiege 10 Mann, glaube ich, auch noch. Ich muss hier hoch, ich muss weit kämpfen müssen, scheiße. Was musst du? Ich werde jetzt kämpfen müssen gegen imperiale Wachen, da habe ich keinen Bock drauf. Die sehen mir nämlich wieder so aus, als ob die mich gleich kaputt machen. Die haben 78.000 Leben. Die machen mich kaputt. Ja, kein Wunder, ich bin in der Imperial, also von den Sith in so einem Ding drin. Also hier dürfte ich eigentlich gar nicht sein. Aber wie soll ich denn sonst dahinter kommen, bitteschön? Ey, da rast einer mit dem Gleiter durch, was soll denn das? Wie gesagt, Tatooine ist auch ein Planet, zu dem wir sicherlich nochmal kommen werden. Vielleicht gibt es auch Areale, die noch gar nicht jetzt aufgedeckt werden sollen. Nee, das ist nur für Sifia. Das Gebiet. Oh, finde die Salakgrube. Kann ja nicht so schwer sein. Und ich bin nicht Alker Plumps da rein. Wieso reinplumpsen? Ich bin da mit Absicht reingesprungen. Also. Belüge Game irgendwas. Was ist denn das da hinten? Ah, das haben wir schon aufgedeckt. Da müssen wir. Moss Annette, no, das. Das ist das Land. Das ist geil. Oh. Ja, gut. Aber hier gibt es trotzdem was zum Aufdecken und das will ich aufgedeckt haben. Okay, die sind bisher die anspruchsvollsten Gegner. Die fetten Schweinetypen. Die ich hatte bis hierher. Ja. So, ersten Dreier gekillt. Ich gebe dir einen Tipp, wenn du drei hast, wo einer einen Stern hat, immer erst die ohne Stern klatschen. Das mache ich, glaube ich, bei gefühlt jedem Gegner. Einfach schon automatisch. Da ist eine Höhle. 6 von 20. Wait, ich bin ganz toll müde. Das dauert noch ein bisschen. Was ist das denn für eine Höhle? Piratentüren, Tunnel zu. Ach so. Und das ist immer noch nicht alles aufgedeckt. Willst du mich verarschen? Okay, ist PvP-Gebiet tatsächlich. Und eine Lootkiste. Okay, man könnte mich jetzt hier wegklatschen. Da ist noch eine Lootkiste. Das da hinten für einer Schwarzmarkthändler. Lol. Zu dem gehe ich gleich. Hey du Händlertype. Gib mal was. Hast ne? Kriegsgebiet, Medipack, Kriegsgebiet, Bauplan, Kriegsgebiet, Aufputscher. Brauche ich alles nicht.
Aber das. Nein, nicht runter. Das Haus da hinten sieht mir. Das hat ein Loch in der Decke. Das sieht mir aus, als ob es da irgendwas drin gibt. In das Haus kommt man tatsächlich rein. Cool. Kann man hier was machen? Kiosk des galaktischen Marktes. Mehr kann man hier nicht machen. Ist ja lame. Noch einen zweiten Eingang? Nö. Hier ist ein Häuschen. Was ist das? Ein Heilteil in einem Haus. Okay. Okay, Darko, lass mal treffen. Wir machen PvP. Amuwa. Mel Tasa Chu Pasa Chuta. Kumichu Micha Rapabum. Wo kann ich hier denn noch aufdecken? Was hattest du gesagt? Ich vergesse. Komm, lass mal treffen, wir machen PvP. Ich bin in der PvP-Ecke. Du musst ja zu mir kommen. Nö, PvP kann man Unterspieler überall machen. Ne, mir wurde hier direkt angezeigt, dass das eine PvP-Ecke ist. Nein, PvP-Ecke verstehe ich so, dort hast du keine Wahl. Wenn du dagegen da drin bist, könnte dich theoretisch jeder Spieler angreifen. Naja, dann komm. Du hast doch immer so die große Schnauze, du bist der Beste, du bist ja der übelste Meister. Oder hat Klein Darko etwa Angst? Das nicht. Komm, ich weiß auch schon, wo alle Heilsachen sind. Und Lootkisten gibt's keine mehr. Die hab ich schon geplündert. Also komm. Eigentlich werde ich da nicht hinkommen. Ich muss noch mehr als genug aufholen. Kannst du mich gerne suchen. Ach du Weichei. Du bist ein richtiger Schisser. Außerdem, wo bist du überhaupt? PvP-Gebiet. Ja, das sagt mir nichts. Ich bin bei minus 27, minus 903. Wegfliegen hier. Das da. Ich feiere die Schnellreise irgendwie. Dass ich das als Fähigkeit habe. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Alter, komm, ich halte so ohne weiteres nicht hin. Woher eigentlich? Keine Ahnung. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Wer hat mir das mal gesagt? Ja. Wer hat mir das doch mal gesagt, dass das da geht? Das war das. Ich will da runter. Also wieder so hier. Der fetten Linie folgen. Mal wieder. Okay, mein Sohn hat noch nichts in seinen WhatsApp-Status gepostet. Das Handy ist wirklich eingezogen worden, so wie es aussieht. Dann kann ich damit rechnen, dass er mein Geld nicht abgegeben hat in der Schule. Ich werde meinen Ex-Mann schreiben.
Hab ich eigentlich hier so einen neuen Status und sowas? Kompromisslosigkeit oder Wahrheit? Wurmfutter. Ich glaube, Wurmfutter habe ich bekommen, weil ich bei der Skala-Grube reingehoben bin. Der Skala-Stampfer, keine Ahnung, warum ich das habe. Warum der Unüberwindliche? Ich habe doch das immer. Der Kompromisslose. Ich habe schon wieder Haufen neue Titel dazu bekommen. Das mit Wurmfutter ist aber geil. Oh, geil. Ist der Pico wieder da? Wenn ja, schreib mal was im Chat. Ich weiß nämlich, dass der auch Minecraft streamt. Pardon? Oder? Er streamt einfach Minecraft. Muss da nicht heute sein. Ich hatte schon mal auf sein Profil geschaut, aber da gibt es weder Videos noch sonst was. Weiter da lang. Immer noch der Gamelinie bis zur Kreuzung folgen. Ne? Tüt, 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 tüt. Jetzt müsste ich den mal privat anschreiben. Die Kreuzung war nicht gemeint. Die nächste. Was von der Kreuzung aus einfach links weiterhält, ne? Gut, dann machen wir das. Genau, das ist dann hier geradeaus, wenn ich mich links halte. War ich da oben schon? Nö. Lol, der kleine Vogel, der rennt mir sogar hinterher, wenn ich auf dem Gleiter sitze. Der nächste Roadrunner. Boah, auf jeden Fall. Der ist flink, der kleine Sack. Ja, wenn man der gelben Linie folgen. Ah, jetzt, das sieht mir schon wieder ganz nach Sith aus, die am roten Banner hängen. Yep. Hier ist eine Sith-Basis. Was ist denn das da hinten für einer? Veteran Sith-Marauder. Ach, das ist normaler Spieler. Imperiale Wächter. 78.000 Leben. Gegen die Druiden würde ich tatsächlich noch ankommen. Ich muss da rein, um aufzudecken. Oder? Nee, muss ich nicht. Ich muss da lang. Warte mal, hier gibt es eine Heldenmission. Captain Kramir, bla bla, Fernkampf. Hat aber nichts drüber. Also denke ich mal nicht, dass die für mich gedacht ist. Oder? Nicht wählbar für dieses Gespräch, okay. Hast du noch? Hast du gar keine Heldenquest mehr? Eine hab ich noch. Ja, aber ich hab ja. Ist das genau die. Nee, ich hab ja. Letztens. Welche abgeschlossen. Ich denke mal eher, dass das für diese Ecke ist.
Ich halte mich ja gerade irgendwie nur in der Ecke auf. Okay, das Stück ist aufgedeckt. Jetzt decken wir noch das hier unten auf. Irgendwas mit Exchange-Idioten. Haben wir auch aufgedeckt. Jetzt müssen wir da lang noch aufdecken. Apropos aufdecken, gibt es hier irgendwas, was ich brauche? Eine Datacron oder so. Sieht nicht so aus. Ich würde es nicht wundern, wenn auf so einem hässlichen Windrad noch irgendwas versteckt ist irgendwann. So, da lang. Was kommt hier? Wieder Sand, Leute. Okay. Aufgedeckt, jetzt nochmal hier hin. Da ist ein fettes Gebäude. Schon wieder so eine feindliche Ecke. Jetzt ist noch dort, wo das fette Gebäude ist, muss ich noch aufdecken. Dann müsste es doch gewesen sein. Och nee, jetzt sind wieder so eine Schweinetypsis. Nicht doch, ich kann da oft denken. Aber wie komme ich denn da hin? Holy crap, erschreckt mich nicht so. Kann beim Ausrüsten ans Vermächtnis gebunden werden. Aha. Verschiedene Druidenteile, Schrott. Kann bei einem Schrotthändler gegen Spezialgüter. Schrotthändler, Spezialgüter, Schrotthändler, Spezialgüter. Oh, danke, Kira. Davon habe ich da schon ein bisschen was. Ich mache mich gleich dran. Hey, wie soll ich denn das hier aufdecken? Ich muss da oben lang. Oh, leck mir doch die Füße so, ey. Na dann, auf und davon. Müsste ich hier rein theoretisch, da oben ist noch was zum Aufdecken, genau. Und dann müsste ich rein theoretisch alles aufgedeckt haben. Schweinetypsies. Jetzt rein theoretisch da lang. Genau, dann komme ich da hoch. Imperialer Sanitätsdruide. Okay, wenn hier einer steht, ist das definitiv die Ecke für Imperium. Die Sandleute hier sind auch ein Tick stärker. Dieser Linie folgen. Jetzt müsste ich der folgen. Eigentlich nicht, aber okay. Eigentlich nicht, aber gut. Ich muss da hoch. Ne, warte mal. Ich muss weiter düsen in die eine Richtung. Und hier muss ich lang, oder? Ja.
ich müsste jetzt hier unten. Kein Schuss. Au, du Fixfrosch! Wo kommt die denn her? Autsch, pfui, aus, nein. Hey, hier war ich doch heute schon mal. Hier habe ich doch nach irgendwas gesucht. Ach genau, hier geht's zum Datacron. Was an der Wand hängt. Weiter geradeaus. Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Wie kann ich das dort aufdecken? Sag mal, habt ihr was in eurer Hütte drinne? Schnellreise, dann reisen wir halt dorthin und decken oben das Stück noch auf. Ike, welche Helden plus 2 Mission hast du noch? Piratentyrannei. Weil Suche und Rettung, die ist ordentlich klasse. Finde ich. Was mussten wir der genau machen? Rette die 4 Gefangenen. Und hier laufen nur Elite bzw. Ja, die hab ich heute schon erledigt. Stark durch. Das sind Kopfgeldjäger der Zwillingssonde, Duellant der Zwillingssonde. Ja, da bin ich durch. War für mich eigentlich einfach. Die schlimmsten bis jetzt waren bei der Piratentyrannei und diese Schweinetypsis. Weil die Schweinechips ist, finde ich, im Vergleich hierzu easy peasy. Na dann. Das ist so ein Crawler von den Sandleuten. Von den kleinen Knubbelviechern. Und immer noch nicht ganz aufgedeckt. Irgendwas da unten, da komme ich nicht lang ran, rein irgendwie. Das ärgert mich voll, wenn ich das nicht aufdecken kann. Oh, da hinfahren will ich jetzt nicht schon wieder. Aha, hier gibt's so einen Gleiterfuzzi, der mir nie angezeigt wurde. Okay. Interessant. Warum habe ich eigentlich keinen Gefährten mehr, der mich verfolgt? Ist der etwa gestorben im letzten Kampf? Das wäre ja peinlich für den.
Das wäre peinlich für den. Auf den Crawler kommt man nicht hoch. Schade. Draußen. So. Sind wir jetzt dort, genau. Oder komme ich wieder von dort irgendwie da lang, weil das die Höhe... Kann das sein, dass das die Höhle irgendwie... Ich weiß es nicht, das ist mir gerade zu hoch. Das ist mir gerade zu hoch. Erlege 16 von der Zwillingssonne. Kein Problem. Hier haben wir schon. Besiege Bragan Helg. Thank you.
So, da haben wir die. Wo ist der Idiot? Hier oben ist er. Und meine letzte Heldenquest ist auch erledigt. Ja, dann würde ich sagen, ich mache noch mal ganz kurz ein Päuschen für mich und bin gleich wieder da.